große Ehre für mich, hier zu sein. Und was ich an diesem Geldgipfel besonders interessant finde, ist ja, dass Experten oder Leute, die sich rund um die Uhr vollberuflich mit Finanzfragen und mit Banking beschäftigen, gleichzeitig ja hier zusammen sind mit Menschen, die sich eigentlich zum ersten Mal vielleicht mit diesem Thema beschäftigen, aber genau ahnen, dass unser Finanzsystem vor schweren Krisen steht. Und da trifft sozusagen die professionelle Zunft dann auch auf den interessierten Bürger. Und damit dieses Gespräch vielleicht besser funktionieren kann, dachte ich mir, dass ich tatsächlich eine Art Einführungsvortrag halte, der für alle verständlich ist. Und vielleicht bei den Bankern kommt dann manchmal das Gefühl auf, könnte ich mir vorstellen, ja, weiß ich ja schon, warum erzählt sie das? Aber ich dachte mir, man muss ja erstmal eine gemeinsame Basis schaffen. Der vollständige Vortragstitel ist hier nur zur Hälfte abgebildet. Der vollständige Titel heißt nämlich, Geld und Kapital sind nicht das Gleiche, wie der Kapitalismus das Geld verändert hat. Sie können sich vorstellen, es gibt auch zwei Teile. Ich versuche, pünktlich fertig zu werden. Der erste Teil ist, erstmal zu erklären, ganz wichtig, sonst versteht man nichts, dass Geld und Kapital nicht das Gleiche sind. Und dann kommt eben der zweite Teil, wie der Kapitalismus nochmal alles verändert hat. Also, um vorne anzufangen, Kapital, wissen Sie, war ein Buch von Marx, 1867 erschienen. Trotzdem ist wichtig zu wissen, dass der Begriff Kapital nicht von Marx stammte, sondern älter ist. Er stammt von einem französischen Ökonomen aus dem 18. Jahrhundert, der Turgot hieß. Und Turgot hat eben gesehen, dass im 18. Jahrhundert etwas völlig Neues passiert ist, was es weltweit in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gab. Und für diesen Begriff hat er Kapital geprägt. Bevor ich Ihnen erkläre, was Kapital ist, würde ich aber erstmal noch mal einen kleinen Umweg zum Geld machen, um eben zu erklären, dass Geld und Kapital nicht das Gleiche sind, obwohl das im Alltag oft synonym verwendet wird. Also wenn Sie zum Beispiel in die Bank gehen und da Geld auf Ihr Konto einzahlen, dann wird Ihnen der Bankberater oft sagen, dass Sie jetzt Kapital bilden, Kapital umschichten, Kapital anlegen, sonst was da mit Ihrem Kapital machen. Das stimmt nicht. Das, was bei Ihnen auf dem Konto liegt, ist Geld. Das ist kein Kapital. So dass irgendwie Kapital und Geld nicht das Gleiche sein kann, sieht man schon daran, dass es Geld immer gab. Geld gibt es so lange, wie die Menschen sesshaft sind, also seit ungefähr 10.000 Jahren. Und seit definitiv 4.000 Jahren wissen wir, dass es Geld gab, nämlich weil wir immer noch schriftliche Dokumente aus Mesopotamien haben. Das ist da, wo der heutige Irak liegt. Und man sieht eben in diesen Dokumenten, 4.000 Jahre alt, dass schon damals Zahlungsverpflichtungen aufgeschrieben wurden. Was übrigens auch zeigt, dass die Schrift nicht erfunden wurde, um Literatur zu verfassen, sondern um Schulden aufzuschreiben. Ja, ganz im Ernst, Geld und Schrift hängen eng zusammen. Das erkläre ich Ihnen nämlich jetzt auch noch gleich. Denn was einen sozusagen, wo dann der Schauer über den Rücken läuft, wenn man sich das überlegt, das Interessante ist, dass selbst die Menschen in Mesopotamien vor 4.000 Jahren haben schon das moderne Geld benutzt. Die hatten genau das gleiche Geld, das wir heute auch haben. Das Geld, das wir benutzen, erkläre ich auch gleich. Sie werden erstmal vielleicht fragen, was ist das denn? Das Geld, das wir heute haben, ist sogenanntes Kreditgeld, das aus dem Nichts entsteht, in dem Moment, wo ein Darlehen vergeben wird. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das denn sein? Und deswegen, das wird nochmal ganz deutlich, wenn man wieder zurückgeht in diese Zeit von Mesopotamien. Denn, wird alles klar, nämlich auch damals schon haben die Leute Fernhandel getrieben, am liebsten mit Anatolien, also Osttürkei, weil es da Silber gab. Und kein einziger Kaufmann hatte genug Waren und Lasttiere, um jetzt so eine ganze Karawane auszustatten. Das heißt, er hat sich das zusammengeliehen von anderen Kaufleuten. Und die wollten natürlich sicher sein, dass sie ihr Geld zurücksehen. Und deswegen wurden dann Schuldscheine ausgestellt. Auf denen stand dann sinngemäß drauf, Kaufmann A verspricht Kaufmann B, in einem Jahr diese Waren und Tiere zurückzuzahlen, plus Zins. Wie das mit dem Zinseszins ging, das wussten die Mesopotamier auch schon 1a. So, und jetzt können Sie sich aber vorstellen, dass es nicht lange dauerte, bis Kaufmann B sich gedacht hat, ist ja eigentlich Quatsch, dass ich jetzt warte, bis Kaufmann A aus Anatolien zurück ist. Ich kann ja schon mal diesen Schuldschein von Kaufmann A, den kann ich ja schon mal weiterreichen an Kaufmann C, um meine eigenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Und dann kann ja Kaufmann C sich bei A melden, wenn der in einem Jahr aus Anatolien zurück ist. Naja, ist ja klar, C hat auch nicht lange gewartet, sondern den Schuldschein schon mal an D weitergereicht, nicht? Und so sehen Sie, wie aus einem Kredit, der technisch ausgedrückt verbrieft wurde,
also aufgeschrieben wurde, auf einem Schuldschein stand, wie aus diesem Kredit, einfach nur dadurch, dass er verbrieft wurde, prompt Geld wurde. So, jetzt wissen Sie natürlich, heute benutzen wir keine Schuldscheine mehr in diesem Sinne, sondern wir haben alle Girokonten. Aber da läuft das genauso. So, nochmal für die, die sich jetzt fragen, wie das mit der Geldschöpfung auf dem Girokonto laufen könnte. Ich mache jetzt einen Vergleich, der etwas schief ist. Ich hoffe, alle Banker verzeihen mir, aber das macht die Sache besonders klar. Also stellen Sie mal sich vor, Sie haben also ein Girokonto, auf dem gar kein Geld ist, kein Cent. Kann sich das jemand vorstellen? Ne? Aber Sie haben... Also Sie haben aber, also Sie haben 0 Cent auf Ihrem Girokonto, aber Sie haben mit der Bank abgemacht, dass Sie einen Überziehungskredit haben. Sie dürfen also, und dann gehen Sie also mit Ihrer EC-Karte zum EC-Automaten, stecken da die EC-Karte rein und es kommt Geld raus. Und genau in dem Moment bucht die Bank auf Ihrem Girokonto ein Minus. Und volkswirtschaftlich gesehen ist in genau dem Moment Geld entstanden. So, wenn Sie jetzt dann irgendwann wieder bei Geld sind und Ihren Kredit zurückzahlen, dann schrumpft die Geldmenge auch wieder. Dann ist das Geld weg. Und insgesamt ist das so, wenn man das jetzt volkswirtschaftlich sich anguckt, dass die Geldmenge ungefähr genauso stark steigt, also es ist jetzt alles etwas vereinfacht, aber egal, dass die Geldmenge ungefähr so stark steigt wie die Kreditmenge. So, was man daran eben schon sieht, ist ganz wichtig auch, weil ich glaube, da scheitert oft so ein bisschen die Diskussion um Geld. Es gibt im Geld oder in der Geldgeschichte keine zunehmende Abstraktion des Geldes. Nicht? Oft denken die Leute ja, erst hatten wir Münzen, die konnte man anfassen, dann hatte man Papier, dann hatte man, das konnte man auch anfassen. Aber jetzt haben wir leider Girokonten, das ist irgendwie abstrakt. Das stimmt nicht, sondern Geld war immer abstrakt. Nicht? Und das werde ich nachher noch ein bisschen stärker erklären, weil Geld nämlich... dadurch zustande kommt, dass es eine soziale Funktion erfüllt. Es wird durch die soziale Funktion definiert, nicht dadurch, dass es irgendwie Münzen ist oder Girokonten ist oder sonst was. So, jetzt bleiben wir aber erstmal bei Mesopotamien, damit Sie sehen, wie die Geschichte weiterging. Das Interessante an Mesopotamien ist also, die hatten das moderne Geld, sie hatten Kreditgeld, aber was sie nicht hatten, war Wachstum. Sondern Mesopotamien war eine stagnierende Agrargesellschaft, genau wie alle anderen Gesellschaften, die danach kamen. Also ob das das antike Römerreich war, das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, sehr fortschrittlicher Staat, trotzdem stagnierend, wenn es ums Wachstum ging. Auch hier Wittenherdecke, das Ruhrgebiet im 18. Jahrhundert, stagnierende Agrargesellschaft. Von den ganzen Zechen war ja auch noch nichts zu sehen. Nur damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie man damals gelebt hat, damit klar ist, wie anders unsere Welt heute ist. Von Ihnen hier, die hier sitzen, wären die meisten nicht mehr im Raum. Nicht? Die Lebenserwartung war 28 Jahre im Durchschnitt. Dass die Lebenserwartung so niedrig war, lag auch daran, dass 40% der Kinder das erste Geburtsjahr nicht vollendet haben. Nicht? Die sind kurz nach der Geburt gestorben an Scharlach, an Masern, auch schlicht an Verdauungsstörungen, an Typhus. So, das heißt, wenn man erstmal das für den 5. Geburtstag überlebt hatte, dann war die Chance gut, dass man auch 50 wird. Aber wie gesagt, die meisten waren ja dann schon gar nicht mehr dabei. Warum ich Ihnen das erzähle, ist nur ganz wichtig, weil ich glaube, das ist auch in der Geldreformdebatte oft so ein kleiner Irrtum. Geld allein, das zeigt diese Geschichte, schafft kein Wachstum. Nicht? Mesopotamien hatten das moderne Geld, aber kein Wachstum. Der moderne Kapitalismus ist aber ein System, wissen Sie alle, Sie sind ja dabei, das permanentes Wachstum erzeugt. Es gibt zwar zwischendurch mal Krisen, aber dann sind die wieder vorbei, es geht weiter aufwärts. Die Frage also, wenn man den Kapitalismus verstehen will, ist, wo kommt eigentlich dieses Wachstum her? Und das ist die Frage, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? So, und auch das kann man sich am besten wieder historisch angucken, nämlich der Kapitalismus, den wir heute haben, ist an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entstanden, nämlich genau 1760 in England. In dem Moment, als die Textilfabrikanten auf die Idee kamen, Webstühle und Spinnereien zu mechanisieren. Also Sie kennen das alles, haben Sie alle in Ihren Schulbüchern gesehen, als Sie Geschichte gemacht haben in der Schule. Da kam erst die Wasserkraft und dann die Dampfkraft und das waren sogar kleine, ganz kleine Maschinen. Aber damit hat dann die Industrialisierung angefangen. So, und heute erscheint uns das völlig selbstverständlich, dass alle Unternehmer immer investieren, dass sie auf Effizienz setzen, dass sie ihre Produktivität steigern.
Das geht ja schon so weit, dass wir inzwischen investieren für alles benutzen. Also Sie wissen das ja selber, wenn Sie ins Fitnessstudio gehen, nicht, dann investieren Sie heutzutage in Ihren Körper. Ja, und hier, wer hier in Wittenherdecke studiert, der investiert in sein Humankapital. Nicht? Also ist völlig klar, wir investieren nur noch, egal in was. Ja, zu Recht, genau, sagt Herr Wimmer. Aber ich will ja nur sagen, ständig wird hier immer investiert, egal worum es geht. Aber obwohl wir das so selbstverständlich finden, dass wir eigentlich unser ganzes Leben nur nach einem einzigen Investitionsplan ausrichten, muss einem eben klar sein, dieses Investieren gab es sonst noch nie in der gesamten Weltgeschichte. Das heißt, die Frage ist einfach, warum ausgerechnet England, warum 1760? Das erzähle ich jetzt, obwohl Sie es nicht wirklich brauchen, aber es ist mein Lieblingsthema. Es ist wirklich ein Rätsel. Nicht? Das ist aus zwei Gründen ein Rätsel, warum die Industrialisierung ausgerechnet in England angefangen hat. Das eine ist, die Technik, mit der man am Anfang eingesetzt hat, war nicht neu. Auch die Römer kannten die Dampfkraft. Aber sie haben sie eben nicht in ihren Manufakturen eingesetzt, da hatten sie die Sklaven, sondern sie haben mit der Dampfkraft Spielzeuge hergestellt. Oder, also das weiß man, weil man doch Zeichnungen hat von einem Ingenieur, der hieß Heron von Alexandria, und der hat so kleine Miniaturtempel gebaut, und diese Miniaturtempel, die sollten irgendwie Türen haben, die automatisch auf und zugehen. Und diese Türen, nicht, die sollten mit Dampfkraft betrieben werden. So, aber das ist natürlich die Frage, warum sind die Römer nicht darauf gekommen, einfach mal die Dampfkraft in ihren Manufakturen einzusetzen. Und das Zweite, was eben das Rätsel so noch interessanter macht, am Anfang in England sind die ersten Maschinen nicht von Wissenschaftlern gebaut worden, sondern von Handwerkern, die zum Teil noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Und die haben eben so lange an diesen Maschinen rumgetüftelt, bis es endlich klappte. Das heißt, wenn es eine bekannte Technologie war, die von Handwerkern weiterentwickelt wurde, dann ist natürlich die Frage, ja, warum hat sich die Industrialisierung nicht, sagen wir mal, in Preußen um 1500 abgespielt, sondern in England um 1760. So, das ist die größte, muss man zugeben, Frage in der Wirtschaftsgeschichte. Dazu sind ungelogen Tonnen von Büchern erschienen. Und ein Wirtschaftshistoriker aus den Niederlanden hatte dann die sehr naheliegende und pfiffige Idee, einfach mal zu zählen, wie viele Theorien es inzwischen gibt, so verschiedene Erklärungsansätze. Dann kam er zu dem Ergebnis, es gibt inzwischen 20 verschiedene Theorien. Die werde ich Ihnen jetzt nicht alle erzählen, sondern gleich meine Lieblingstheorie darbieten. Ja, die stammt von einem amerikanischen Wirtschaftshistoriker, der Robert C. Allen heißt und heute in Oxford ist. Und nicht, dass Sie denken, der hätte sich das jetzt irgendwie ausgedacht, sondern dahinter steht ein gigantisches Forschungsprojekt, das weltweit betrieben wurde mit Hunderten von Historikern. Und was man gemacht hat, ist einfach, man hat sich die Reallöhne angeguckt im 18. Jahrhundert. Also wie viel Getreide konnten sich die Leute kaufen mit dem, was sie bekommen haben an Geld, an Lohn. Und dieser Ansatz hat zutage gefördert, dass die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Und zwar waren sie doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und dann passierte eben etwas, was Sie heute auch noch kennen. Die Engländer waren nicht mehr konkurrenzfähig. Und zwar, und das ist ja auch klar, wenn eigentlich alle Menschen auch in der Landwirtschaft arbeiten, wenn man noch nicht industrialisiert ist, dann ist die Textilindustrie oder die Textilherstellung der einzige Exportzweig, der überhaupt da ist. Und genau dieser Exportzweig war nun bedroht, weil man gar nicht mehr, weil man so teure Arbeitskräfte hatte, dass man nicht mehr konkurrieren konnte. Und genau in diesem Moment, weil die Menschen teuer waren, hat es sich zum ersten Mal gelohnt, Maschinen zu bauen und einzusetzen. Das heißt, und das ist etwas, was bis für den Kapitalismus bis heute gilt. Technik wird eingesetzt, nicht weil man sie hat, sondern weil sie sich lohnt. Und das ist absolut nicht das Gleiche. So, was an dieser Geschichte wichtig ist, was sie ja, keiner hat den Kapitalismus geplant, keiner hat ihn kommen gesehen. Es hat dann noch 100 Jahre gedauert, bis man ihn zum ersten Mal ansatzweise richtig beschrieben hat. Sondern es war einfach nur so, ein paar Textilfabrikanten waren nicht mehr konkurrenzfähig und fingen dann an den Maschinen rumzuschrauben. Und trotzdem war es so, damit begann die Industrialisierung. Denn mit dem Einsatz von Technik konnte natürlich jeder einzelne Arbeiter mehr produzieren und damit war das Wachstum in der Welt. So, das ist der Fazit des ersten Teils. Also falls Sie sich fragen, wann kommt die Frau endlich zum Geld, es ist gleich soweit. Aber nochmal, um das zusammenzufassen, was sozusagen das Ergebnis bisher ist. Erstens, Kapital ist nicht Geld, nicht, sondern das Kapital einer Gesellschaft sind die Maschinen und der technische Fortschritt. Das Zweite, was daraus folgt, ist, Reichtum ist nicht Geld. Nicht? Geld entsteht aus dem Nichts und es ist auch nichts. Nicht? Das ist jetzt für den Einzelnen vielleicht so ein bisschen erstaunlich.
Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob man auf dem Konto irgendwie 2.000 Euro hat oder 1.000 Euro. Wenn man 2.000 Euro hat, dann denkt man, ja, jetzt bin ich ja irgendwie doppelt so reich, wie wenn ich 1.000 Euro habe. Aber das gilt nicht für die Gesamtgesellschaft. Für die Gesamtgesellschaft, ungelogen, ist es eigentlich weitgehend Schnuppe, wie viel Geld auf ihrem Konto ist. Und das hat Herr Wimmer ja auch schon angedeutet. Das Entscheidende ist, dass das Geld investiert wird. Wenn da niemand ist, der Kredite aufnimmt, um zu investieren, dann ist das Geld auf Ihrem Konto nichts wert. Sie persönlich denken, und dazu wird Herr Jorberg ja auch noch eine Menge sagen, das will ich jetzt alles gar nicht vorwegnehmen, Sie persönlich denken zwar noch, ja, ich habe ja hier ein Konto, da sind irgendwie 1.000 Euro drauf, aber faktisch ist das nur eine Zahl im Computer. Mehr nicht. Nochmal nicht, der Reichtum einer Gesellschaft sind die Technik und die Löhne. Technik und Maschinen. Und diese Investitionen kommen nur dann zustande, kann man auch endlos drüber reden, mache ich jetzt nicht, aber diese Investitionen kommen nur zustande, wenn die Löhne hoch sind und wenn sie mit der Produktivität, also mit dem technischen Fortschritt, steigen. Hohe Löhne treiben den Kapitalismus, nicht niedrige. Es ist natürlich besonders tragisch, dass viele Kapitalisten das genau anders sehen. Sie wissen, viele Unternehmer denken, niedrige Löhne seien besonders schön. Was ja bedeutet, und das ist die Wahrheit, dass ausgerechnet die Kapitalisten nicht begreifen, wie der Kapitalismus läuft. Was auch viele der Krisen erklärt, in denen wir sitzen. Aber das will ich jetzt alles weglassen. Aber ich glaube, nur mal, das würden Sie jetzt gerne länger hören. Ja, das kommt jetzt aber nicht. Also, aber ich glaube, warum das nochmal, nur ein kleiner Exkurs. Also, ich glaube, dass, wenn man jetzt über Geld nachdenkt, sozusagen eine Leerstelle auch ganz oft ist bei diesen Debatten, dass Löhne nie vorkommen als monetäre Einnahmen. Nicht? Man guckt irgendwie die Geldschöpfung an und so weiter, aber die Rolle, die die Löhne haben in dem ganzen System, das wir hier eigentlich, in dem wir leben, das kommt immer zu kurz. Also weil die Löhne eigentlich ganz entscheidend dafür sind, die Dynamik in unserem System zu erklären. Gut, aber ich darf ja hier nicht ewig reden, also lasse ich das weg. So, das war jetzt erstmal, welche Rolle hat das Kapital, welche Rolle hat das Geld. Jetzt komme ich eben zu dem zweiten Teil, also zu dem Teil, der auch hier stand, nämlich wie hat jetzt eigentlich der Kapitalismus nochmal das Geld verändert? Und das führt direkt natürlich zu der Frage, was ist eigentlich Geld? Nicht, denn bisher habe ich Ihnen ja nur erklärt, wie es entsteht, nicht? Nämlich durch die Vergabe von Krediten. Also das Geld wird aus dem Nichts geschöpft. So, das erklärt ja aber nur, wo das Geld herkommt. Das erklärt ja noch nicht, was es ist. So, jetzt muss man natürlich sagen, wissen Sie auch, es gibt keine einheitliche Theorie darüber, was Geld ist. Das ist ein echtes Phänomen. Jeder von uns benutzt es und keiner versteht es. Nein, es gibt Regalmeter in jeder Bibliothek, die Wirtschaftswissenschaften hat, Regalmeter zum Thema Geld. Das ist natürlich faszinierend, dass etwas, was so lange existiert, seit 10.000 Jahren, das wir alle benutzen, ein solches Rätsel ist. Ich würde aber einfach sozusagen zur Vereinfachung sagen, und ich glaube auch, dass das stimmt, dass Geld so ein Rätsel ist, liegt daran, dass alles Geld sein kann, was als Geld akzeptiert wird. Es gibt gar keine, sozusagen, es gibt keine klare Definition von Geld im Sinne von Geld, das sind Geldscheine. Sondern in dem Moment, wo es von der Gesellschaft akzeptiert wird, kann alles Geld sein. Also nur mal einen Rückblick in die Geschichte. Das waren schon Kühe, das waren Muscheln, das war Tabak, das war Gold, das war Silber, das war Kupfer, das waren Wechsel, das waren Schuldscheine, das waren Stöcker, die gebrochen wurden, das waren Kerbhölzer, wo man einfach Zahlungsverpflichtungen reingekerbt hat. Das sind Girokonten heute. Das heißt, alles, was ja auch zeigt, wenn kein Geld in Sicht ist, beispielsweise wenn in dem Sinne, dass es gerade keine Silbermünzen gibt, obwohl Silber offiziell das Geld ist, dann wird einfach was anderes als Geld erfunden. Nicht? Also die Menschen waren auch immer sehr kreativ darin, Geld, irgendwas zu finden, was dann allgemein als Geld akzeptiert wird. Um nochmal auf einen Denkfehler hinzuweisen, der auch oft gemacht wird. Oft wird gesagt, ja, also ist doch so, Girokonten, das ist irgendwie klar, das ist Kreditgeld, das ist ja auch alles irgendwie so abstrakt. Aber das gilt nicht für Silber. Silbermünzen, das heißt dann offiziell Warengeld, das ist was ganz anderes. Das stimmt nicht. Also auch bei den Silbermünzen ist nicht wichtig, dass sie aus Silber sind.
sondern auch bei den Silbermünzen ist es so, dass im Kern, in dem Moment, wo sie akzeptiert werden, ein Kredit gegeben wird. Also um das nochmal zu erklären, es geht immer letztlich, geht es immer um Kreditvergabe bei Geld. Wenn Sie Waren haben, und wir nehmen mal an, dass Sie jetzt, wir sind alle im Mittelalter, als es noch Silbermünzen gab, und Sie akzeptieren dafür Silber, dann ist es ja nicht so, dass Sie Ihre Schuhe hergeben, weil Sie jetzt das Silber haben wollen, sondern Sie akzeptieren das Silber, weil Sie annehmen, dass Sie, wenn Sie das Silber ausgeben, woanders, später, Sie dafür die Ware bekommen, die Sie wollen. Das heißt, Sie vergeben mit, in dem Moment, wo Sie das Silber akzeptieren, vergeben Sie sozusagen an die Gesamtgesellschaft kurzfristig oder auch langfristig einen Kredit. Und dann wollen Sie natürlich irgendwann auch diesen Anspruch, diese Forderung wieder einlösen, in dem Moment, wo Sie die Silbermünze dann selber ausgeben. Das, was sehr interessant ist und für mich eine auch bleibend faszinierend, ist, dass Aristoteles, der vor 2500 Jahren gelebt hat, das schon wusste. Nicht? Aristoteles hat ja in einer Welt gelebt, als er war griechischer Philosoph in Athen, als es eben Silbermünzen gab und als auch die meisten Menschen damals noch dachten, das hätte irgendwas mit dem Silber von der Silbermünze zu tun. Und er hat dann geschrieben, kennen Sie vielleicht in der nikomachischen Ethik, nein, das Geld hat Wert, weil es als geltend gesetzt wird. Also oder anders, auf Griechisch ist Geld eben heißt Nomisma, kommt direkt von Nomos und Nomos ist auf Griechisch Gesetz. Das heißt, da sieht man, das Geld hat Wert, weil es eine soziale Funktion erfüllt. Und da gibt es drei Funktionen, die Sie wahrscheinlich auch schon gehört haben. Das erste ist, Geld ist eine Recheneinheit. Also mit Geld kann man einfach ausrechnen über den Preis, nicht? Wie viel mehr, also wie beispielsweise Birnen im Vergleich zu Schuhen sich als Preis oder als Wert darstellen. Nicht? Dann ist irgendwie klar, Schuhe kosten 30 Euro und eine Birne kostet irgendwie nur 60 Cent. Das ist eine, als Recheneinheit. Man kann mit dem Geld den Tausch vereinfachen. Und ganz wichtig, das ist jetzt der Punkt, auf den ich noch kommen werde, es ist ein Vermögensspeicher. Die zentrale Funktion des Geldes ist, dass es die Zukunft planbar macht. Nicht? Die Zukunft wird in die Gegenwart geholt. Wenn Sie sparen, dann sparen Sie ja normalerweise in der Idee, ja, jetzt spare ich und in 3 Jahren kaufe ich mir ein Auto. Ne? Damit wird sozusagen das Auto in der Zukunft schon mal hier in die Gegenwart einverleibt. Und das ist bei Krediten genauso. Ganz offensichtlich ist das so. Also Kredite holen die Zukunft auch in die Gegenwart, in dem Sinne, dass man jetzt schon mal das Geld ausgibt, dass man dann hinterher zurückzahlen muss. Was jetzt der Kapitalismus natürlich nicht geändert hat, ist ja völlig klar. Der Kapitalismus hat nicht die Funktion des Geldes im Sinne der Recheneinheit verändert. Das war in der Antike eine Recheneinheit und das ist heute noch eine Recheneinheit. Es hat auch nicht die Funktion des Geldes verändert, Tauschmittel zu sein. In der Antike wurde getauscht, heute auch noch. Sondern der Kapitalismus hat alles verändert, wenn es um das Thema Kredite und Vermögen geht. Das ist das, wo der Kapitalismus und damit auch das Geld völlig anders funktioniert als früher. So, um jetzt nochmal in die Antike zurückzugehen. Sie sehen ja schon, ich bin von Hause aus Wirtschaftshistorikerin und muss das immer vorne anfangen. In der Antike gab es 3 Formen von Krediten. Die erste Form hatten wir schon, nämlich, jetzt gibt es hier schon kleine Nebendiskussionen. Die erste Form ist die Finanzierung des Fernhandels. Nicht? Das hatten wir ja, ein Kaufmann schickt eine Karawane nach Anatolien und leiht sich alles zusammen bei seinen Kollegen. Und wenn er zurückkommt, zahlt er nicht nur die Waren und die Tiere zurück, sondern auch einen Zins. In diesem Fall war es so, dass der Zins aus den Arbitragegewinnen, um das jetzt mal technisch auszudrücken, finanziert wurde. Also die Idee war ja, wenn man Fernhandel macht, um es platt zu sagen, in irgendeiner Gegend wächst Pfeffer. Der ist da ganz billig, weil da ganz viel Pfeffer ist. Jeder Bauer hat Pfeffer. Die ertrinken in Pfeffer, keiner will den Pfeffer haben. Also kauft man da als Kaufmann ganz billig den Pfeffer ein, schafft den dann eben nach Mesopotamien oder später auch in die Niederlande, ist völlig egal, wo kein Pfeffer ist, ne? Und verkauft das da ganz teuer. Und und aus diesen Gewinnen, einfach dadurch, dass man eine Distanz überwindet, das sind sogenannte Arbitragegewinne, also wo es nur darum geht, die Kursdifferenzen an verschiedenen Orten auszunutzen, wird dann der Zins
finanziert. Das ist kein Problem, weil ökonomisch gesprochen, ohne da jetzt in die Tiefen zu gehen, ist es tatsächlich ein Effizienzgewinn, wenn man Produkte da kauft, wo sie billig sind, weil es sie im Überfluss gibt. Also diese Art von Zinsen aus den Arbitragegewinnen im Fernhandel waren auch in der Antike kein Problem. So, dann die nächste Art von Krediten, die es in der Antike gab, waren die Konsumkredite. Das ist der typische Fall. Leute sind sehr reich, beispielsweise römische Senatoren, von denen haben wir auch noch Kreditverträge. Aber sie haben jetzt trotzdem, obwohl sie sehr reich sind, momentane Ausgaben, die sind noch höher. Also beispielsweise die Tochter heiratet und man braucht jetzt eine Aussteuer. Oder, darüber gibt es einen Brief von Plinius dem Jüngeren, erstes Jahrhundert nach Christus, da wird in diesem Brief, und Plinius war sehr, sehr reich, nicht? Der gehörte zur absoluten Oberschicht Roms, aber jetzt hat dann eben Plinius da in diesem Brief lang und breit hin und her überlegt, ob er sich jetzt noch eine Villa kauft in der Nähe von Neapel. Also er hatte schon viele Villen, das war nicht das Problem, aber er wollte noch eine Villa. So, für diese Villa hatte er jetzt nicht genug Geld und dann hat er sich eben überlegt, ob er jetzt Geld bei seiner Schwiegermutter leiht. So, das sind aber typische Kredite, Konsumkredite gewesen, da gibt es jede Menge Reiche und leihen sich untereinander Geld. Und natürlich mussten die dann auch Zinsen zahlen. Das war kein Problem, denn die waren ja alle so reich, dass sie aus ihren laufenden Einnahmen ihrer Latifundien konnten sie dann diese Zinsen auch wieder zurückzahlen. So, und dann gab es die dritte Gruppe von Krediten, das sind die Kredite, die auch sehr bekannt sind, das waren auch die Klassiker, das sind waren die sogenannten Notkredite. So, das war ja, habe ich ja erklärt, eine Gesellschaft, in der letztlich eigentlich alle Menschen auf dem Land lebten und da musste nur eine Missernte sein und dann waren die Kleinbauern existenziell bedroht. Also war entweder die Frage, man leiht sich irgendwoher Weizen oder Getreide oder man verhungert. Dann haben die, also nach einer Missernte mussten dann die Kleinbauern sich Getreide leihen bei den großen Landbesitzern, einfach schlicht, um nicht zu verhungern. Und dann war der Deal, nächstes Jahr muss das geliehene Getreide plus Getreidezins zurückgezahlt werden. Das zeigt übrigens nochmal ein Missverständnis, glaube ich auch, wenn es um Zins geht. Ich glaube, viele Leute denken, Zinsen gibt es nur beim Geld. Nein, das stimmt nicht. Man kann auch, wie Sie an dieser Geschichte mit dem Getreide sehen, man kann auch Zinsen bei Waren erheben. Man kann einfach sagen, du gibst mir nächstes Jahr die gleiche Menge Getreide zurück plus Zins ausgedrückt in Getreide. Anders gesagt ist es so, Geld entsteht durch Kreditvergabe, aber nicht alle Kredite sind Geld. Das ist nicht symmetrisch. So, aber zurück zu den Notkrediten. Ja, ist ja völlig klar, die Kleinbauern hatten gar nicht genug Boden, also gar nicht genug Ernten, damit sie jetzt das ganze geliehene Getreide und dann auch noch den Getreidezins zurückzahlen konnten. Das heißt, innerhalb von einem Jahr waren die dann in der Schuldknechtschaft. Und es dauerte oft auch gar nicht lange, bis das ganze Volk in der Schuldknechtschaft war. Und Sie kennen die Bibel, da ist ja das Erlassjahr drin verzeichnet. Die Bibel hat im Alten Testament vorgesehen, dass alle 7 Jahre alle Schulden erlassen werden mussten, was einfach deswegen nötig war, weil wenn man das nicht alle 7 Jahre machte, und 7 Jahre ist ja an sich ein kurzer Zeitraum, dann wäre das ganze Volk in der Schuldknechtschaft versunken. Das ging gar nicht. So, das Grundproblem also in der Antike war, es gab eine stagnierende Wirtschaft, und die Zinsen mussten aus der Substanz gezahlt werden. Also der Zinsgewinn des einen war der Verlust des anderen. Es kam zu einer permanenten Umverteilung von unten nach oben oder von den Armen zu den Reichen. So, jetzt haben wir den Kapitalismus, völlig anderes System. Wir haben Wachstum und vor allen Dingen, wir haben eine völlig neue Art von Kredit. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte gibt es den Investitionskredit. Den gab es vorher nicht. Also der Kredit, der aufgenommen wird von einem Unternehmer, um damit dann technischen Fortschritt und Maschinen zu finanzieren, gab es nicht. Werden eben Kredite benutzt, um Wachstum zu finanzieren. Und es ist auch andersrum genau richtig zu sagen, da will ich jetzt aber auch nicht drauf eingehen, Wachstum gibt es nicht ohne Kredite. Nicht? Das gesamte Wachstum, das wir haben, ist kreditfinanziert. So, aber in dem Moment, wo man Wachstum hat, werden die Zinsen natürlich nicht mehr aus der Substanz gezahlt, sondern aus diesen zusätzlich produzierten Gütern. Nicht? Also die Profite und die Zinsen werden durch das Wachstum finanziert. Falls Sie sich jetzt noch
An sich also sehen Sie daraus, Zinsen sind erstmal nicht schädlich, solange es Wachstum gibt. Falls Sie einen Literaturtipp wollen, also die Erkenntnis, die an sich nahe liegt, dass es in der Antike keine Investitionskredite gibt, kommt von einem amerikanischen Althistoriker, der Moses Finley hieß. Er hat ein Buch geschrieben, das hieß Die antike Wirtschaft von 1982. Und das sage ich Ihnen deswegen, weil es aus meiner Sicht eines der besten Bücher ist, die jemals geschrieben worden sind. Weil man von einem, vor allen Dingen dann auch wirklich interessant von einem Althistoriker, dass der so genau erkannt hat, worum es eigentlich in der Wirtschaft geht. So, jetzt muss ich echt mich beeilen. Also, was wir bisher hatten, ist Kredite finanzieren das Wachstum. Also Kapitalismus verändert, könnte man sagen, den Charakter von Darlehen. Aber was dabei auch passiert, und das ist das, worüber, was ja auch schon angesprochen wurde, vor allen Dingen auch bei Herrn Beckmann und dann auch Herrn Wimmer, es verändert sich nicht nur der Charakter des Kredites, sondern es verändert sich auch der Charakter der Spekulation. Also Menschen haben schon immer spekuliert. Ne? Das ist nicht der Punkt. Auch schon in der Antike gab es zum Beispiel Derivate. Es wird ja heute immer so getan, als sei das Derivat, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was es ist, das ist eigentlich auch ein Papier, mit dem man wettet, wird immer so getan, als wäre das die neueste Erfindung der Wall Street. Nein, auch in der Antike hatten sie schon Derivate. Genau die gleichen, etwas also simpler konstruiert, aber genau der gleiche Grundgedanke wie heute. Nur, das waren Nullsummenspiele. Also wenn man in einer stagnierenden Wirtschaft spekuliert, ne, dann ist es so, am Ende hat einer Verlust und der andere hat Gewinn. Ende der Durchsage. Das war total übersichtlich. Ja, die haben auch übrigens nicht auf Kredit spekuliert, jedenfalls normalerweise nicht, sondern das wurde einfach nur ein bisschen spekuliert. So, jetzt haben wir im Kapitalismus eine wachsende Wirtschaft. Das heißt, erstmal vom Grundphänomen her, alle können gewinnen. Nicht? Also Sie haben das auch schon gehört, dass wir angeblich hier ständig Win-Win-Situationen haben. Das ist keine Einbildung, das ist erstmal so. Man könnte also, oder anders gesagt, wenn man ein Unternehmer ist und man investiert in ein Produkt oder in eine neue Technik oder so, dann ist das für diesen Unternehmer subjektiv eine Spekulation. Denn man weiß ja nicht, wenn man investiert, ob dann hinterher das Produkt, das man da herstellt, auch gebraucht wird. Könnte ja sein, dass alle Kunden sagen, nee, das ist so ein scheiß Schuh, das will ich jetzt nicht. Und da hat man falsch spekuliert und muss auch Verluste tragen. Aber der Witz ist eben, auch wenn für den einzelnen Unternehmer das immer eine Spekulation ist, das Gesamtsystem, dadurch, dass es Wachstum gibt, sorgt eigentlich dafür, dass die Mehrzahl aller Unternehmen Gewinne machen. Dass sich also Spekulation rentiert, sozusagen. Und zwar auf Kredit, das ist ja der Punkt. Nicht? Die Unternehmer nehmen im Kern, eigentlich müssen sie als Gesamtsystem Kredit aufnehmen, um das Wachstum zu finanzieren. Das heißt, man könnte sagen, Kapitalismus ist Spekulation auf Kredit. Das ist jetzt so lange problemlos, wie das Kapital in Produktionsanlagen, das ist so lange problemlos, wie das Geld oder der Kredit, den man aufnimmt, in Kapital investiert wird, also in Produktionsanlagen. Denn dann passiert etwas ganz Schlichtes, was Sie auch eigentlich alle kennen. Der Kredit wird aufgenommen, die Geldmenge steigt, es werden aber neue Produktionsanlagen gebaut, also mehr Waren hergestellt und am Ende ist die Geldmenge höher, aber die Warenmenge ist auch gestiegen und alles bleibt im Gleichgewicht. Es ist also alles gut, solange der Kredit oder das Geld in Kapital umgewandelt wird. Leider gibt es eben auch eine zweite Variante. Man nimmt Kredite auf, um damit Geld zu kaufen oder etwas, was nicht offiziell Geld ist, aber letztlich eine Geldform ist. Also das sind Aktien, das sind Anleihen, das sind Währungen. Nicht? Man nimmt Kredite auf, um dann mit Aktien zu spekulieren. Oder man nimmt Kredite auf, um bestehendes Vermögen, vor allen Dingen am liebsten Immobilien, zu kaufen. Und dann hat man sofort eine gigantische Blase und es wird richtig gefährlich. Also nur damit, waren wir ja alle dabei, aber da sieht man das sehr schön, die Finanzkrise 2007 macht alles klar.
die Volumen der Hypotheken in den USA, also alle Hypotheken, die es gibt, alle Baukredite, lagen 2001 bei 5,3 Billionen Dollar. 2007, nur 6 Jahre später, lag dieses Volumen bei 10,5 Billionen Dollar. Das heißt, innerhalb von 6 Jahren hatte sich der Gesamtbestand der Hypotheken in den USA verdoppelt. Das muss man sich, wie das dann im Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus in den USA ausgedrückt wurde, seit dem Bestehen der USA, also seit 1775 bis 2001, waren in der Summe 5,3 Billionen an Hypotheken aufgelaufen, über, also mehr als 200 Jahre. Und dann innerhalb von 6 Jahren wurde das einfach nochmal verdoppelt. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht man sofort, dass das nicht gut gehen kann. Und die Immobilienpreise sind eben in den USA auch zwischen 1996 und 2006 um das Zweifache gestiegen. Denn was passiert? Die Häuser sind im Wesentlichen da. Es werden ein paar neue gekauft, aber im Wesentlichen sind die Häuser da. Man nimmt einen Kredit auf, um ein Haus zu kaufen. Das ist ja klar, dass dadurch dann automatisch die Preise steigen müssen. So, irgendwann fällt dem Ersten auf, dass das nicht gut gehen kann und es kommt zum Crash. So, und Finanzkrisen gab es im Kapitalismus immer, eben weil die Spekulation als Unternehmer und die Spekulation mit dem Vermögen, das sieht subjektiv so ähnlich aus, das lässt sich leicht verwechseln. Es gab schon 1873 eine schwere Krise. Da sind 50% der Arbeiter in der Industrie mussten entlassen werden in diesem sogenannten Gründerkrach. Finanzkrisen sind also nicht neu, aber trotzdem sind wir in einer neuen Phase. Und das können Sie daran sehen, dass wir in 10 Jahren 3 schwere Finanzkrisen hatten. Das gab es noch nie. Das ist das absolute Novum. Also wir hatten die Dotcom-Krise 2001, dann die Subprime-Krise, also diese Finanzkrise in den USA 2007 und die Euro-Krise ab 2010. Und die Banker, die hier sind, wissen es alle. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste schwere Finanzkrise ausbrechen wird. Und Frage der Zeit heißt, das werden wenige Jahre sein. Das System ist derartig unstabil, dass man es eigentlich gar nicht mehr retten kann auf konventionellem Wege. Was passiert ist, das werden Sie jetzt nach all dem, was ich Ihnen erzählt habe, sofort verstehen. Seit 1980 hat sich, wie das der Investmentbanker George Soros nennt, eine Superblase aufgepumpt. Also, und das muss man sich so vorstellen, das reale Wachstum ist gering. Nicht? Man hat nicht mehr in die Realwirtschaft investiert, sondern man hat eben nur noch in die Spekulation mit Vermögenswerten investiert. Und jetzt hat man eine riesen Finanzblase, die auf dieser Realwirtschaft drauflastet und die Realwirtschaft auch faktisch erdrückt. Also dazu wird Herr Jorberg ja auch noch viel sagen. Das kann auf keinen Fall so stabil bleiben. Also oben wackelt immer diese Finanzblase. Jetzt hatten wir schon 3 schwere Finanzkrisen. Das hat aber noch nicht dazu geführt, dass diese Blase, die wir hier haben, irgendwie abgesaugt worden wäre, sondern das Vermögen und die Kredite, das ist alles noch da und schwabbelt da als Geldvermögen in der Gegend rum. Das heißt, die Frage, die ja das, die ganze Konferenz hier beschäftigt, ist, wie bekommt man eigentlich das Geldsystem wieder unter Kontrolle? Und das ist natürlich die Frage, wie kriegt man die Banken unter Kontrolle? Denn man muss ja die Kreditvergabe kontrollieren, damit man verhindert, dass Kredite vergeben werden, um damit zu spekulieren. Und es gibt eben da 2 grundsätzliche Ansätze, die auch auf dieser Konferenz diskutiert werden. Der erste Ansatz ist, das sage ich jetzt nur so zur Übersicht, dazu werde ich jetzt persönlich gar keine Stellung nehmen, aber der erste Ansatz ist, man nimmt den Banken einfach die Geldschöpfung weg. Nicht? Das macht dann, die Geldschöpfung macht dann die Zentralbank. Das ist das Konzept Vollgeld. Da gibt es ja auch einen Workshop zu und Josef Huber wird ja auch kommen, falls er nicht schon da ist, um das zu erklären. So, das ist die eine Strategie, zu sagen, wenn das mit der Kreditvergabe nicht funktioniert, in dem Sinne, dass immer in die Realwirtschaft investiert wird, sondern stattdessen wird die Spekulation finanziert, Geldschöpfung weg, macht die Zentralbank. Der zweite Ansatz wäre, die Banken vergeben weiterhin eigenständig die Kredite, also an dem System, so wie wir es jetzt haben, wird nichts geändert. Aber es gibt eine rigorose Regulation. Also die Banken können nicht einfach mehr machen, was sie wollen, völlig unkontrolliert.
sondern man zwingt sie sozusagen, ihre Kredite nur noch so zu vergeben, dass sie in der Industrie oder in der Realwirtschaft landen. Zwei Strategien, die da wichtig sind, aber wird ja auch noch alles diskutiert, ist erstens, das Eigenkapital der Banken muss steigen, von jetzt 3% zur Bilanzsumme auf 20%. Nur für die Banker, der Rest wird ja noch kommen. Und zweitens, man muss eben sehr stark daran arbeiten, dass man die Derivate, also diese Wetten auf die Zukunft, die im Augenblick der wesentliche Hebel sind, um mit Kredit zu spekulieren, dass man die radikal reduziert. Aber auf diese technischen Dinge will ich jetzt nicht eingehen, aber es gibt diese beiden Möglichkeiten. Entweder man macht Vollgeld oder man reguliert die Banken. Aber mir scheint wichtig für die Diskussion zu wissen, dass Vollgeld nicht die einzige Alternative ist, sondern man könnte auch über die Regulierung der Banken nachdenken. So, jetzt Fazit. Dann haben Sie es geschafft. Was ich Ihnen eigentlich mitgeben wollte, ist, Geld und Kapital sind soziale Phänomene. Niemand hat den Kapitalismus geplant, niemand hat ihn vorhergesehen, er ist einfach entstanden. Das Gleiche gilt fürs Geld. Nicht? Geld gab es immer und Geld ist, was als Geld akzeptiert ist. Auch Geld ist sozusagen sozial. Und das bedeutet, was vielleicht so ein bisschen beängstigend sein kann, während wir hier alle über das Geld reden, kann es sein, dass eine neue Geldordnung schon entsteht, die wir aber gerade alle nicht wahrnehmen, die völlig ungeplant ist, die aus den Tiefen der Gesellschaft kommt, ohne dass wir es gerade hier alle bemerken. Ja, vielen Dank.